So wirklich drumherum kommen wir um das Thema Regierungsflugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt ja nicht. Scheint aber viele von euch auch sehr zu interessieren und ist ja auch eine wirklich spannende Sache. Nur wenige Wochen nachdem Merkel aufgrund einer Panne an einem der ihr zur Verfügung stehenden Airbus A340 zu spät zum G20-Gipfel in Argentinien eintraf, macht die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums jetzt wieder auf sich aufmerksam, denn man könnte wohl jetzt neues Langstreckengerät gebrauchen. Und auf einmal flattern dann Flugzeugtypen wie A330 oder A350 durch den Raum. Das klingt schon mal nach einer sehr interessanten Sache und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie ein A330 oder ein A350 als potenzielles Regierungsflugzeug denn zu Deutschland passen könnte. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, was an Kommentaren unter diesem Video zu finden sein wird. Ja, so ein A350 für die Flugbereitschaft, das wäre schon echt was Feines. Weil das Flugzeug ist auf der einen Seite natürlich extrem modern, macht echt was her und würde die Kanzlerin dann wahrscheinlich auch etwas zuverlässiger und dadurch natürlich auch pünktlicher zum nächsten Gipfel bringen. Und würde dort selbstverständlich mächtig Eindruck schinden. Letzteres ist der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums sicherlich auch bewusst, aber würden die nur so ihre Entscheidung treffen, dann wäre das sicherlich auch alles andere als gut. Diese Geschichte zur Panne des einen Regierungsfliegers, des einen Airbus A340, der weißen Flotte, der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, das hat sich mittlerweile zu einem richtig ordentlichen Rätsel aufgebaut. Auch jetzt, knapp 2 Wochen nach diesem Vorfall, wird der Flieger wohl noch immer untersucht und wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt noch immer nicht, was genau da passiert ist und was genau das große Problem bei diesem Flug war. Aber mittlerweile gibt es immerhin einen vorläufigen Bericht, der uns schon mal ein paar nette Details offenbart, über die wir beim letzten Video zu diesem Vorfall, also vor knapp 2 Wochen, noch nicht informiert waren. Da geht es unter anderem darum, dass die Piloten des Airbus A340 kurz vor Verlassen des Festlandes, also kurz bevor sie sich auf den weiten Weg über den Atlantik gemacht haben, eine visuelle und auch eine akustische Warnung im Cockpit bekommen haben. Und zwar leuchtete im Cockpit die gelbe Master Caution Lampe und die rote Master Warning Lampe, die Piloten auf einen schwerwiegenden Fehler aufmerksam macht. Auf dem sogenannten Engine Warning Display des Airbus A340 leuchtete dann, hervorgerufen durch das sogenannte Electronic Centralized Aircraft Monitoring System, kurz ECAM, das habt ihr vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Airbus gehört, leuchtete dann die Meldung DC Essential Bus Fault. Diese Meldung weist die Piloten auf einen teilweisen Zusammenbruch der Versorgung des Fliegers mit Gleichstrom hin. DC steht für Direct Current, also Gleichstrom. Daran hängen einige wirklich wichtige Systeme des Fliegers, zum Beispiel ein Autopilot oder auch die automatische Schubregelung des A340 und auch die Kommunikation. Deswegen konnten die Piloten nicht mehr normal mit ihren Funkgeräten mit dem Boden kommunizieren und setzten deswegen den Transpondercode 7600 ein, der die Lotsen am Boden darauf aufmerksam machte, dass die Piloten ihre normalen Kommunikationseinrichtungen nicht mehr nutzen können. Diese schwerwiegende Problematik an Bord des A340 soll verursacht worden sein durch den Ausfall einer sogenannten Transformer Rectifier Unit. Das könnt ihr euch ganz einfach erst einmal so vorstellen, das ist ein Transformator und gleichzeitig auch ein Gleichrichter, dessen Aufgabe es ist, zum Beispiel den von den 4 Generatoren an den 4 Triebwerken produzierten Wechselstrom in den für viele elektronische Geräte an Bord gebrauchten Gleichstrom umzuwandeln. Zuständig für die Versorgung des eben genannten DC Essential Bus ist normalerweise im normalen Betrieb die Transformer Rectifier Unit und damit auch der Generator des in Flugrichtung ganz links sitzenden Triebwerkes. Fällt dieses jetzt aus, beziehungsweise fällt diese Transformer Rectifier Unit jetzt aus, dann übernehmen im Normalfall allerdings andere Komponenten, sodass die ganzen Systeme, die an diesem DC Essential Bus dranhängen, dass die nicht alle auf einmal ausfallen. The electrical power generation comprises 4 engine-driven AC generators, 1 emergency generator, 1 APU AC generator, 2 ground connectors. The DC network is supplied via 4 transformer rectifiers or 3 batteries. Jetzt haben wir ganz viele Begriffe wild durcheinander geschmissen. Das, was man daraus jetzt eigentlich nur verstehen muss, ist, dass eine Transformer Rectifier Unit, also so ein Gleichrichter, ausgefallen ist, von denen der Airbus aber 4 Stück hat. Bedeutet,
fällt ein so ein Ding aus, dann kann die normalerweise durchaus durch eine andere Komponente ersetzt werden. Und hier wird es dann langsam rätselhaft, denn das soll bei diesem Regierungs-A340 dort nicht passiert sein. Man muss aber dazu sagen, dass ich selbstverständlich nicht wahnsinnig viel Ahnung von dem System habe, das dahinter steckt, und nicht wahnsinnig viel Ahnung habe, was da genau an diesem Abend passiert ist. Und die Leute, die das zum aktuellen Zeitpunkt untersuchen, die haben selbstverständlich sehr viel mehr Ahnung als ich und die haben auch selbstverständlich sehr viel mehr herausgefunden als das, was ich jetzt eben mal eben so schnell erzählt habe. Also bitte nicht falsch verstehen, man ist da sicherlich ein ganzes Stück weiter. Allerdings scheint man zum aktuellen Zeitpunkt noch immer nicht die richtige Erklärung für diese Problematik gefunden zu haben. Man ist sich mittlerweile sicher, dass durch den Austausch der entsprechenden Einheit, also durch den Austausch dieser entsprechenden Transformer Rectifier Unit, das Problem erst einmal behoben ist, aber die Erklärung dahinter, die hat man noch nicht so recht. Aber wie gesagt, da kümmern sich Leute drum, die davon wirklich Ahnung haben, und die werden diese Problematik früher oder später auch sicherlich klären können. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man es aber noch nicht abschließend tun. Das ist aber auch nicht der springende Punkt, der für die Flugbereitschaft als solches peinlich ist oder in irgendeiner Form unangenehm ist. Da muss man sich vielmehr die Frage stellen, wie es denn sein kann, dass Frau Merkel beim Ausfall eines Regierungsflugzeuges nicht mit einer zweiten Maschine und einer zweiten Besatzung vor allem dann umgehend nach Argentinien fliegen kann, sondern wie kann es sein, dass sie erst bis zum nächsten Morgen warten muss und dann mit einem ganz normalen Linienflug nach Argentinien kommt. Am vergangenen Mittwoch ließ sich Merkel Berichten zufolge über die aktuellen Erkenntnisse zu diesem Vorfall mit dem Regierungs-A340 informieren und man berichtete ihr wohl auch von einer Idee, einen oder zwei neue Langstreckenflieger für die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums anzuschaffen. Und da ist wohl die Rede von einem A330 oder sogar einem A350. Zwei Flugzeuge, die zum aktuellen Zeitpunkt als sehr zuverlässig gelten und durchaus auch für ein Regierungsflugzeug sehr wichtig, eine sehr große Reichweite bieten können. Merkel soll sich daraufhin wohl um diese Thematik gekümmert haben und mit den Verantwortlichen der Flugbereitschaft gesprochen haben, sowie auch mit dem Finanzminister. Ursula von der Leyen berichtete daraufhin bereits am Samstag davon, dass man bei den Besatzungen bei der Flugbereitschaft aufstocken würde und dass man den Einsatz von einem oder zwei neuen Langstreckenflugzeugen derzeit prüft. Und dafür bräuchte sie dann womöglich 200 bis 300 Millionen Euro, um hier dann eventuell die Flotte aufzustocken. Ja, 200 bis 300 Millionen Euro, davon auch nur ein einziges Langstreckenflugzeug anzuschaffen und als Regierungsflugzeug auszustatten und umzubauen, das stelle ich mir als sehr spannend vor. Sollte man das tatsächlich hinbekommen und dann ein zuverlässiges Flugzeug in der Flotte haben, dann ist unsere deutsche Regierung auf jeden Fall eine ganze Ecke sparsamer als so manch andere Flugbereitschaft manch anderen Landes. Aber wie dem auch sei, dass man das Personal, das fliegende Personal bei der Flugbereitschaft aufstocken möchte, beziehungsweise dann an entsprechenden Tagen auch dafür sorgen möchte, dass entsprechendes Personal dann auch verfügbar ist, das erscheint mir schon mal als sehr, sehr logische und vor allem extrem notwendige Konsequenz. Dass man dazu auch noch zusätzliches Langstreckengerät bei der Weißen Flotte der Flugbereitschaft gebrauchen könnte, das ist sicherlich auch alles andere als eine schlechte Idee. So wie das Ursula von der Leyen dort am Samstag ankündigte, klang das ja schon fast nach einer beschlossenen Sache. Zumindest aber nach einer Idee, die bei der Flugbereitschaft ziemlich gut angekommen sein dürfte, wenn man denn das Geld dafür zur Verfügung gestellt bekommt. Aber wenn Merkel da etwas nachdrücklich war, dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass dort zeitnah eine Entscheidung getroffen werden kann und zeitnah auch eine Entwicklung bei der Flugbereitschaft in die Wege geleitet wird. Und somit dürfte es dort in naher Zukunft schon sehr, sehr spannend werden. Aber es ist schwer vorstellbar, dass die Bundesregierung sich in dem Maße darum kümmert, dass sie bei Airbus für viel Geld ein hochmodernes Flugzeug bestellen und dazu dann am besten auch noch einen teuren Slot, damit sie das Flugzeug dann auch zeitnah, zum Beispiel eben einen A350 in die weiße Flotte der Flugbereitschaft integrieren können. Das stelle ich mir doch dann etwas schwierig vor allem für knapp 200 Millionen Euro. Das funktioniert so einfach bestimmt nicht. Außerdem würde es ja auch gar nicht zu der Art und Weise passen, mit der die Flugbereitschaft sich sonst um neue, in Anführungszeichen neue Flugzeuge gekümmert hat. Also schaut man sich vielleicht doch eher nach einer gebrauchten Maschine um. Es ist dann aber schwer vorstellbar, dass beim gern genommenen Vorbesitzer Lufthansa zum Beispiel ein A330-300 ein gutes Regierungsflugzeug abgeben könnte, denn hier geht die zusätzliche Länge des Flugzeuges im Vergleich zum A330-200, das geht hier auf Kosten der Reichweite. Oder es ist noch viel schwerer vorstellbar, dass die Lufthansa eventuell ein A350 an die Flugbereitschaft abgeben könnte. Also hier muss man entweder ein ganzes Stück weiter über den Tellerrand hinaus gucken oder aber sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Dabei ist bestimmt zu beachten, dass ein A330 sehr viel leichter auf dem Gebrauchtflugzeugmarkt zu finden ist als ein Airbus A350. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ein A350 auf dem Gebrauchtflugzeugmarkt noch gar nicht existiert. Man müsste also hier erst ein
gewisses Angebot schaffen und das ist mit 200 Millionen Euro, wie gesagt, schwer vorstellbar. Dazu kommt, dass ein A330-200 schon in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, ein sehr beliebtes Regierungsflugzeug ist. Und gleichzeitig könnte der A330-200 in seiner Standardausstattung auch schon mit der Reichweite eines jetzigen A340-300 mithalten. Das könnte durchaus funktionieren. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass bei einem solchen Flugzeug, gerade bei einer gebrauchten, vorher zivil genutzten Maschine, sehr viel umgebaut werden kann und auch sehr viel umgebaut werden muss, um aus dem Flugzeug eine Regierungsmaschine zu machen. Dabei natürlich nicht nur in der Kabine, um einen entsprechenden VIP-Flieger daraus zu bauen, sondern auch im Hinblick auf Zusatztanks, die Performance des Fliegers deutlich verbessern können. Inwiefern das bei einem A330-300, den man beispielsweise von der Lufthansa übernehmen könnte, inwiefern das dort möglich ist, das muss man dann sehen. Aber der A330-300, und das meinte ich eben mit die Länge des Flugzeuges, geht auf Kosten der Reichweite. Der A330-300 muss sich an das maximale Abfluggewicht des A330-200 halten. Und das liegt bei knapp 240 Tonnen. Und das könnte hier gerade als Regierungsflugzeug, gerade bei der Funktion als mögliches Regierungsflugzeug, durchaus ein einschränkender Faktor sein. Das kostet im Vergleich zum aktuellen A340-300 dann sicherlich gerne mal etwas mehr als 2000 Kilometer Reichweite. Und das könnte durchaus störend sein. Aber gut, sicherlich nicht für 200 bis 300 Millionen Euro ist ein brandneuer A350 zu haben. Würde die Bundesregierung bzw. vielmehr die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums sich aber hier tatsächlich für einen solchen A350 doch aus welchen Gründen auch immer entscheiden, dann würde das die meisten hier wahrscheinlich ziemlich überraschen. Aber gleichzeitig würde man selbstverständlich auch sehr viel in die Zukunftsfähigkeit der weißen Flotte der Flugbereitschaft investieren. Gerade in einer VIP-Version kann der Airbus A350 laut Airbus-Angaben durch seine Größe und durch sein maximales Abfluggewicht von knapp 280 Tonnen und durch den Einbau von entsprechenden Zusatztanks sehr, sehr viel Sprit mitnehmen und ermöglicht dadurch eine Reichweite von über 20.000 Kilometern, was für jegliche Reisen der Bundesregierung mehr als ausreichend sein dürfte und was ihr auch echt ein sehr exklusives Gerät verschaffen dürfte. Hier wird man schlicht und einfach abwägen müssen, was mit dem Geld, was man für solche Ausgaben zur Verfügung hat, was damit möglich ist. Aber der A350 erscheint mir doch als sehr spannende Option. Aber wie gesagt, auch als sehr schwierige Option mit dem genannten Geld. Aber gut, man schaut dann vielleicht auch noch, wen man eventuell bequatschen kann, um möglichst schnell und möglichst kostengünstig an ein solches Flugzeug zu kommen. Aber man muss sich bestimmt auch Gedanken darüber machen, wie man das vor der Bevölkerung rechtfertigen kann. Denn wenn man es ganz eng nimmt, dann gehörten die beiden aktuellen Airbus A340-300 der weißen Flotte der Flugbereitschaft auch schon vor nicht einmal 10 Jahren zu einem Modernisierungsprogramm. Und da entsteht dann irgendwo so ein bisschen der Eindruck, ja, wer billig kauft, der kauft dann halt zweimal. Also da entsteht dann eine Frage, die ich gerne einfach so an euch weitergeben möchte. Wie würdet ihr das finden, wenn man sich statt 200 Millionen aus dem Bundeshaushalt vielleicht die doppelte oder dreifache Menge organisieren würde, um zum Beispiel in einen Airbus A350 zu investieren oder vielleicht sogar in zwei davon und so eine wirklich moderne, leistungsfähige, aber auch zukunftsfähige Flotte für die Flugbereitschaft aufzubauen? Und da bin ich wirklich mal sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Aber ich denke mal, der Gedanke ist klar geworden. Eine neue German Air Force One ist durchaus wahrscheinlich geworden. Man macht sich darüber Gedanken und man sucht Möglichkeiten und Optionen. Und ich denke mal, es hängt jetzt wirklich an den Angeboten, die sich dort in naher Zukunft organisieren und finden lassen. Und da denke ich mir dann, wäre das der Bundesregierung bzw. der Flugbereitschaft knapp ein Jahr früher eingefallen, dann hätte man sich vielleicht sehr kostengünstig einen A330-200 aus der ehemaligen Flotte der Air Berlin organisieren können. Aber gut, kann man nichts machen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie ein schönes Angebot für einen A350 finden. Der wird sich schon echt ziemlich gut machen als Regierungsmaschine. Aber gut, wie gesagt, das ist eine Frage, die ihr gerne mal beantworten dürft. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und damit soll es dann auch für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich auf eure Beiträge zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Euch allen einen guten Start in die neue Woche und tschüss.